zwei große. Da sind mehrere. Ja. Ja gut, dann lass uns mal hier zu dem anderen Eingang hier hin. Ja. Warte, ich hol die Kettensäge. Kann ich es nicht ausmachen? Es läuft eins auf mich hinterher, irgendwas Dickes. Ja, das bin ich, Kev. Ja, stimmt, ich hab den Namen jetzt nicht drüber gesehen, stimmt. Aua, das hab ich umgerannt. Sind wir hier richtig jetzt? Ja. Sind alle da? Oh, geh mir nicht auf die Nüsse. Nein, ich werd hier umgerannt die ganze Zeit. Hilfe! Kev lässt wieder nach sich bitten. Ja, ich kann nichts machen, weil ich bin hier die ganze Zeit von dem Dick umgerannt. Ich bin auch gleich wieder tot. Hilfe! Ja. Ja. Immer eine gute Idee, wenn man fast tot ist, einfach eine Klippe runterzuspringen. Ich habe die Klippe nicht gesehen, ich war auf der Flucht. Und der Lieb zieht auch noch mit, die Dicken. Ich stehe hier schon vorm Eingang, ich warte auf euch. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Jetzt will ich machen wir das Katana, ne? Vorsichtshalber. Hier liegt ein Zettel. So ein Bild. Ich würde sagen, so. Die haben uns verfolgt, wa? Aber die kommen ja hier nicht rein. Nee. Ich weiß jetzt nicht mehr, was dann hier kommt. Es ist halt immer noch schade, dass man nicht in den Höhlen direkt bauen kann. Mein Gott, der macht ganz schön Lärm. Weil heute die Dicken noch rennen. Oder ist das von hier drin? Nicht, dass ich, also das wäre mir jetzt neu. Der rennt wahrscheinlich gerade über uns rum, ne? Mhm. Ich hab einen Arm gefunden. So klingt aber Kev auch manchmal. Ah, hier ist doch wieder eine Kletterwand. Weiß jetzt nicht, ob da was ist. Komm. Das wissen wir. Hat jemand noch was für zu essen für mich? Ich hätte noch einen Riegel. Irgendwie sowas, ja. Aber irgendwas. Oh, Alter, das. Was ist da? Ja, es vibriert ja ganz, weil das Viech da oben rumrennt. Achso, deswegen bin ich schon unten. Ich stehe hier unten mit dem Tablett und warte auf dich. Ich komme. Ich habe aber auch nichts zu essen, das ist das Problem. Kann ich den machen? Ah, doch, noch hier. Bamas, nee. Latz, nee. Willst du quasi auch noch einen Riegel haben? Ja, wäre gut, wenn ihr noch was habt. Ich habe jetzt auch 3/4 voll das Futter. Einfach runterspringen. Danke. Wer wollte mir jetzt einen Riegel geben? Brauchst du auch einen? Ja. Dreh dich um. Ah. Danke. Ja, ich hätte hier auch noch einen. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob hier was Größeres kommt. Das hört sich nämlich irgendwie so an, ne? Das kann aber auch das oben von oben sein noch. Ja, solange er durch den Boden glitscht, wie bei mir damals, ey. Okay, zwei Wege. Da vorne war auch noch ein Weg. Liegen wir da? Oh, ich fall runter.
So. An wem ich auch immer gerade runterkletter. Ich sehe irgendwie, dass ich nicht alleine bin. Ja, herrlich, diese Spacksen manchmal im Spiel. Ach, hier sind wir schon. Wir sind schon da. Hier ist die Kettensäge auf dem Tisch. Okay, jawohl, ja. Hier hinten ist Benzin. Wo? Benzin! Ich brauch Benzin. Benzin! Mal hier benutzen. Mal mit. Ist auch eine schöne Aussage. Du kannst nicht mehr tragen, Schädel. Wo war das Benzin? Ja. Hier steht das hinten. Ah, da. Ja, dann können wir im Prinzip schon wieder raus, weil wenn wir jetzt weitergehen, dann kommen wir da an der Kletterachse irgendwo wieder raus. Okay. Kann ich mich hier waschen, hier hinten irgendwo? Ja, hier unten ist Wasser. Achso, ich hab Durst, deswegen kann ich nicht... Kann ich das nicht... Alkohol. Kann ich das nicht süffeln? Nehmen wir das anders. Dann nehmen wir das so da. Da habe ich Gott sei Dank ein bisschen was mitgebracht. Ja, davon hatte ich auch noch ein paar. Die Kiste ist nichts drin, ne? Ja, ich glaube nicht, ne? Da haben gerade mal ein, zwei kaputt gemacht. Die waren alle leer irgendwie. Ja. So. Oh, jetzt gib ihr doch mal Happy Happy, Mensch. Die miaut so. Ja, die haben wir miaut immer. Der miaut immer. Aufmerksamkeit einfach nur. Sonst ist das nix. So, okay. Dann sind wir ja soweit durch. Jo, komm wieder zurück. Ja, durch bin ich auf jeden Fall. Gut, dass du mal alles auf dich selber beziehst. Right. Mal gucken, haben wir sonst da was hier in der Nähe? Aber jetzt ist eh dunkel, ne? Nee, mehr ist ja gar nicht. So. Kann man die eigentlich mit den Leuchtfackeln auch ankokeln? Ja, da brauchst du aber, glaube ich, die Leuchtpistole für, ne? Weil du kannst ja die Leuchtpistole mit den Leuchtfackeln bestücken. Okay. Wo kriegt man diese Leuchtpistole denn her? Haben wir so nebenbei gefragt. Am Cockpit. Ist das weit von dir? Es geht. Kalt, aber kalt. Ja. Das ist so ein bisschen Sorge, wenn wir da rauskommen, dass da direkt die Dicken stehen. Ja, habe ich gerade auch das Problem. Ich weiß nicht, dass das so sein wird. Das hört sich zumindest so an, ne? Mhm. Dass sie nur gewartet haben, irgendwann kommen die wieder raus. Wo seid ihr denn lang? Da, wo du nicht lang bist. Ja, schau mal. Ah, hier. Sieht auch lecker aus hier unten. Ja. Die hängen jetzt hier bestimmt draußen vor. Das ist die Frage. Raus und dann sofort durch übers Wasser rennen oder so? Die Frage, sieht man das? Nee, sieht man nicht, dass die draußen rumlaufen, ne? Hier ist ja ein Ladebildschirm sozusagen. Ja, aber es sieht so aus, also es hört sich zumindest so an, als würden die da draußen irgendwo stehen noch. Ich gehe da jetzt raus, ich stürze jetzt direkt durch ins Wasser. Auf die andere Seite.
Vielleicht klappt's ja. Ja, oder? Was ist dieser? Nicht. Ja, oben drauf sind sie da. Wollen wir wieder zurück, oder? Wir könnten aber dann irgendwann auch mal die Notfackel holen gehen, ja, wenn ihr sagt, das ist gut, es ist kalt, habt ihr gesagt, ne? Ja, sollten wir vielleicht mal im Hellen machen, ne? Ja. Ist im Schneegebiet bestimmt, ne? Ja. Also wir können jetzt mal so ein paar Sachen, also ein paar Sachen mal holen gehen oder so, wie gesagt, nach und nach. Wir haben ja sehr viele Folgen gemacht jetzt, wo wir gesagt, gebaut haben. Das können wir auch mal für Spezialfolgen machen. Oh, ich muss mich dringend mal irgendwie... Mal ein bisschen Abenteuer erleben. Ja. Ich müsste mal mich aufwärmen, es ist kalt. Kann jemand mal kurz ein Feuer mal hinnehmen? Hämmern? Hier, warte. Wo seid ihr denn? Bei mir. Hier bei euch. Ja. Nicht reinrennen, nicht reinrennen. Ja. Ja, hast du das jetzt gemacht? Ist das eine Leuchtfackel oder... Du nimmst einen Stock und einen Tuch raus, dann kannst du dir eine Fackel mitbauen. So. Und die wärmt einen auf. Wir müssen jetzt aber eh durchs Wasser einmal. Okay. Ja, und hier auf dieser kleinen Insel war ganz am Anfang das Cockpit. Warum ist es da jetzt nicht mehr? Wer hat es weggebracht? Ja, nach irgendeinem Update haben die das geändert. Okay. Wahrscheinlich, weil es zu einfach war. Das kann gut sein, ja. Weil so wie ich das mitgekriegt habe, bis du mit der Leuchtpistole eigentlich ganz schön gut am Wärmen gegen die... Oh, da vorne rennt jemand mit dem Licht. Oh, guck mal nach rechts. Da geht ganz schön was ab. Da kamen gerade 3 oder 4 Viecher kamen da runter. Da vorne auf der. Oh, da oben sind sie. Ja. Mhm. Mach mal in die Kappe noch. Eins steht da oben und eins läuft gerade zu uns hin, so ein bisschen zwei. Ja, da ist auch was Großes. Da sind 3, 4, 5, 6 rennen hier rum. Ja, da rennt da was Großes rum. Ja, ist die Frage, was machen wir, ne? Dran vorbeirennen? Ja, wahrscheinlich werden die den Schwächsten abfangen, also mich. Zwei große. Ansonsten ist es hell und dann müssen wir sonst ins Wasser springen oder was. Wenn die kommen. Hat jemand noch was zu essen? Wird langsam wieder mit dem Futter knapp. Das geht auch ganz schön schnell, finde ich, im Spiel. Also manchmal finde ich das schon ein bisschen derbst übertrieben. Ich hab noch einen Riegel. Ja, wir können auch mal wieder langsam zurück und dann nochmal los. Also jetzt wieder ein bisschen auftanken und aufladen und dann gehen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen, nochmal los und dann gucken wir, das war da wirklich dieses, das die Leuchtfackel. Ich bin hinter dir. Ja. Wo wolltest du denn Windschwein? Wie wolltest du denn Windschwein? Aha. Nee, zu der Leuchtfackel. Guck mit. Ja, die sind da. Ah, okay. Ja. Geh mal ins Wasser. Ich folge da mir ja. Der geht wieder zurück. So, da kommt wieder Wasser gelaufen. Der geht wieder raus. Komm. Ja, das verpisst sich, okay. Hey, Olle. Da links sind wieder die Großen. So.
Oh ja, das Minimum 2. Blöde ist bei den, gerade beim Dynamit, du siehst nicht, wo du es hinschmeißt. Bei den Molotows hast du so einen Kreis, der dir zeigt, ja, wo du hin willst. Ja, oder wir lassen es einfach stehen, ist ja nicht mehr ganz so weit, ne? Wir sind ja schon am Loch, oder? Ja. Ich weiß gar nicht, ist dieser Riesenberg da rechts eigentlich auch noch Teil der Map oder ist das schon eher nur so Hintergrund? Ich glaube da, in diesem Berg da spielt sich, glaube ich, die Endspiel. Eieieiei. Der fliegt doch ins Wasser, der Dicke. Ach so, ich darf da eigentlich in den Loch. Mir hat mal jemand gesagt, im Loch wäre ja, dann so das. Ja, das ist der, also in diesem Sinkhole, da ist der Eingang zu dieser. Da kommt ja nochmal so ein riesiges Höhlensystem und von da kommst du dann ja in dieses Labor, wo sich das abspielt. Das große Finale dann am Ende, oder was? Ja. Und dieses Labor ist halt in diesem Berg da drin. Der rechts ist so von uns. Mhm. Okay. Das ist ein riesen schönen Aufblick über die ganze Insel. Gibt es nicht zum Schluss irgendwie auch noch moderne Waffen, die man findet oder so? Nee, ich glaube nicht. Nee? Man kann sich aber eine Pistole zusammenbasteln, so eine kleine Pistole. Ich weiß, wenn du nachher, wenn du da in diesem Labor, kriegst du ja nochmal so eine Keycard. Und mit der Keycard kannst du dann, wie ich weiß, denn das in die Yacht. Und da kriegst du dann noch mal, glaube ich, nochmal so eine spezielle Karte oder irgendwas anderes, wo man dann wieder in diese Endhöhle zurück kann, um so ein Artefakt zu. Nee, du kriegst die Karte direkt, du kriegst die Karte, wenn du den Typen, also den Film, den du rettest, hast du diese Karte da. Dann musst du die Team nicht retten, dann musst du zur Yacht gehen. Und da gibt's dieses Artefakt, wenn du da unten liegen, die das aktiviert hast. Gibt's so ein Teil, dann musst du zur Yacht gehen, wenn ich rechne. Ja, irgendwie sowas, ja. Und mit diesem, und dieses Artefakt kannst du dann aufstellen und kannst das so einstellen, dass halt, ja, ganz, ganz viele Gegner kommen, oder du kannst es so einstellen, dass die Gegner wegbleiben. Okay. Na, da bin ich mal gespannt, wie das so abläuft dann am Ende. Ich werde mich jetzt mal ganz kurz ins Haus verziehen und da stehen bleiben. Ich glaube, mein Hund, der muss mal dringend raus. Da jallert mir nämlich hier einen vor. Ja. Können wir mal gerade ganz kurz gleich eine kleine Pause machen. Ich mache nämlich die Erfahrung jetzt gleich hier zu Ende und dann machen wir mal ein kleines Päuschen. Und dann machen wir noch, ja, so ein, zwei Folgen und dann ist gut. Wenn das für die anderen so okay ist, wieder bis 10 oder so, ne? Ja, das wird bei mir passen. Wie spät ist es überhaupt? Halb. Oh. Ich geh jetzt mal eben, ich bleib jetzt mal eben hier im Haus stehen. Ich, ja. Ja, ich gar nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange machen. Wie lange wolltest du denn machen? Na, so bis 9:30 eigentlich nur. Wir können auch Feierabend machen komplett, das ist mir auch Wumpe, weil wenn der irgendwie Bock drauf hat, wenn der sagt, okay. Dann also mir das. Ist das egal. Ja, pass auf, dann, wenn Markus sagt jetzt, wenn der Markus jetzt offline geht, dann machen wir mal jetzt Feierabend, weil es bringt jetzt nichts mit, wenn wir noch ein bisschen noch weiter so weiterzumachen. Wir können ja dann quasi, ja, mal gucken. Morgen wird es wahrscheinlich eher nichts. Markus, oder hast du morgen Zeit? Nee, morgen ist Klassikrennen. Ja gut, dann bin ich, da müssen wir nächste Woche nochmal ran, irgendwie nach Weihnachten oder so. Ja, das so weit. Oder wir können ja mal gucken, ich weiß nicht, feiert ihr Großweihnachten? Sonst am besten vielleicht am Montag, Dienstag nochmal ran, nächste Woche? Also Montag würde bei mir gehen. Ja, Heiligabend bin ich bei meiner Family.
Dann machen wir Montag. Und vom ersten und auf den zweiten kriege ich Besuch von meinem besten Freund. Montag muss ich noch arbeiten, Spätschicht. Okay. Ja, ich habe Frühschicht die ganze Woche. Ich habe ab Montag frei. Juhu. Das heißt, wir haben ja ein bisschen was jetzt vorbereitet und Folgen. Wir haben jetzt 4 nochmal gemacht. Ja, sollte hinkommen. Ansonsten treffen wir uns irgendwie Mittwoch oder so, wenn ihr Bock habt. Schaffst du nächste Woche? Das ginge. Machen wir nächste Woche Mittwoch. Bei dir geht's. Also ich könnte wahrscheinlich, wenn es wieder nächste Woche Donnerstag. Ja, dann sitzen wir uns nächste Woche Donnerstag. Ja, Montag würde bei mir auch noch gehen, aber Dienstag und Mittwoch. Ich weiß nicht, wie Donnerstag aussieht. Also ich. Ja, sonst machen wir, Montag zu dritt. Wenn Markus da nicht kann. Machen wir Montag zu dritt weiter. Würde gehen. Ja, mir ist egal. Dann machen wir es Montag, ja. Geht bei mir noch. Ja, bauen wir so. Wir haben eine Decke zu basteln. Ja, ein bisschen was, ja. Ja. Wäre schön, wenn ihr zumindest mit der Leuchtpistole auf mich wartet, damit ich die auch habe. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ja. Wenn wir Höhlen auf jeden Fall, das machen wir dann wirklich zu viert. Weil das finde ich assi, da irgendwie reinzugehen, wenn da leider nicht dabei ist. Aber Weihnachten bin ich immer komplett aufgebucht, ey. Hey, dann machen wir Montag. Auf jeden Fall. Guti, so, dann Spiel machen wir. Noch mal retten und dann. Ja, genau. Ja, da reitet dann mit der Kettensäge wieder rum. Vor allem das Gesicht dabei noch. Oh Gott. Jetzt müsstest du gerade was machen.